Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir haben Tag 17 im Sommer, Jahr 3. Erntebestellung ist zu Ende. Ja, 4950 Gold dafür. Das magische Gelee brauchen wir immer noch. Dazu muss ich einmal mit dem Zauberer reden. Okay, gut. Ja, ein bisschen was gibt's zu ernten, aber jetzt, es geht so, oh, schaut mal, unser Kind hat seine Krippe verlassen und spielt jetzt hier hübsch auf dem Boden. Ist das nicht niedlich? Jetzt krabbelt's hier die ganze Zeit rum und ich bin voll. Morgen klar und sonnig, überall. Wahrsager. Die Geister sind heute wieder leicht verstört. Das ist sehr traurig. Ja, ich habe mir gerade überlegt, ich werde hier einfach mal ein paar Zutaten los. Na, wo willst du denn hin? Hm? Wo willst du hin? Bedrohe ich jetzt hier gerade ernsthaft mein Kind mit dem... meinem Schwert? Ich weiß es nicht. Wo ist denn Abigail eigentlich? Marlon hat mich wieder mal gefunden. Clint schenkt mir etwas. Hans, ich wollte dir danken, dass du dich um meinen Sonderauftrag gekümmert hast. All die harte Arbeit, die du geleistet hast, hat dem Image von Pelikans Stadt einen großen Aufschwung verliehen. Hier ist ein Mini-Versandbehälter als Zeichen meiner Wertschätzung. Platziere es überall und ich werde auf meinen Runden sicher einen Halt machen. Louis. Ah. Nicht schlecht. Ich habe auch irgendwie den Verdacht, das klingt so ein bisschen so, als könnte ich die irgendwo in der Welt loswerden, wisst ihr? Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Also, da wir jetzt ja keine... Ich überlege halt gerade, wir bekommen ja... Wir brauchen ja keine Mineralien mehr aus diesen Gefroren, aus den Geoden, aber... Ich behalte sie jetzt erstmal. Gut, die gefrorene Träne können wir, glaube ich, verkaufen. Das muss nicht unbedingt sein, dass wir die behalten. Aber man kann auch die Geoden verkaufen. Irgendein schlauer Mensch hat, glaube ich, mal rausgefunden, dass rein monetär gesehen es sich schon lohnt, eher die Geoden zu verkaufen als die Mineralien, weil man halt nicht nur Minerale rausbekommt, sondern auch eine ganze Menge Schrott. Also im Schnitt, ne? Also natürlich sind viele Minerale schon ja, wertvoller als die Geoden, aber so im Schnitt gesehen kommt man wohl unterm Strich dann etwas anders raus. Naja, aber wie gesagt, das kann ja auch sein, dass wir dann doch nochmal das ein oder andere Mineral brauchen, das wir jetzt im Moment nicht eingelagert haben. Daher behalte ich sie erstmal. Offenbar kann man sie auch ganz gut als Währung verwenden bei bestimmten Händlern. Insofern, wir werden schon irgendeine Verwendungsmöglichkeit dafür finden. So. Onik. Die Radieschen können weg. Ich glaube, für diese Saison habe ich jetzt auch erstmal genug Radieschen angebaut. Na gut, wir haben hier noch ein paar Radieschen. Die nehmen wir jetzt erstmal noch. Noch nicht fertig. Okay. Wir haben natürlich ansonsten auch immer noch das Thema mit den Taro-Wurzeln offen, die ja ein bisschen länger brauchen. Ich war jetzt gerade am Überlegen, wie wir es am besten anstellen. Oha. Da ist es fertig geworden.
Tja, was machen wir denn jetzt hier? Ich brauche von irgendwas 40. Ich glaube, ich mache mal eine Runde Blumenkohl mal wieder. Ich glaube, das war immer recht wertvoll. Ja, also wir müssen zum Zauberer, um unsere Quest abzugeben. Das ist wichtig. Und ansonsten könnten wir vielleicht auch einfach mal noch ein bisschen was verkaufen aus unserem Inventar hier. Also unseren Kisten. Gott, haben wir viel. Ach so, ich wollte ja hier eigentlich auch noch mal ein Schleimei einmachen. Okay, das machen wir auch noch. So, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass wir von manchen Sachen etwas arg viel haben. Zum Beispiel, was hier die Pilze angeht, ne? Also ich meine, brauchen wir wirklich so viel Pilze? Ich bezweifle es. Hier, gerade diese normalen Pilze, das ist ja wirklich abartig, wie viel wir davon haben. Da werden wir jetzt einfach mal ein paar von verkaufen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auch. Na, bei den Magmahüten bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich den nicht doch irgendwo noch brauche. Ja, ich würde es jetzt erstmal bei den Pilzen belassen, die wir hier haben. Erstmal weg. Das hier weg und. Gut, das passt jetzt hier natürlich wieder nicht rein. Wir haben hier auch wieder sehr viele Waffen doppelt, wenn ich das richtig sehe. Könnten ja mal die beiden verkaufen, wenn ich mal wieder bei der Abenteurergilde bin. Seht ihr? Noch mehr Schleim. Das ist abartig. Ach so, jetzt habe ich hier blöderweise meine Gießkanne natürlich noch in der Mine drin. Hier brauche ich sie ja dann doch, ne? Deluxe Hydroboden. Also, ich hatte mir überlegt, dass ich den Versandbehälter mitnehme. Oh, versteinerter Schleim, den kriegt man auch hierher, okay. Und. Was? Dass ich den zum Beispiel in der Nähe von der Höhle platziere und dann könnte ich immer, wenn ich da oben bin, dann halt Sachen verkaufen, die ich gerade so gefunden habe. Das war so ein bisschen die Idee, die ich gerade hatte. Oder wir machen das Ganze am Strand. Aber jetzt geht's erstmal zum Zauberer. Schön viel Hartholz hier. Hat sich gut ausgebreitet. Unser kleiner Hartholzwald. Endlich. Oh. Eine ganze Menge. Hoppla. Und wer hat. Wer hat jetzt die Sense nicht dabei? Mit dem Schwert geht's ja auch, ne? Da ist ein bisschen was zusammengekommen hier. Wahnsinn. So, gib mir meine 500 Gold.
Sprache der Elementare verstehen. Da fällt mir gerade ein, Leute. Ich wollte doch mal die Junimo-Hütte bauen. Und ich meine, dazu brauchte ich vor allen Dingen die Sternfrucht. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich die sogar. Jetzt nicht gerade üppig viel, aber es könnte sein, dass es jetzt ausreicht. Und dann könnte ich diese Junimo-Hütte bauen. Könnte uns nämlich schon ein bisschen Arbeit abnehmen. Weil ja die Junimos meine Sachen auf der Farm ernten müsste. So, noch mehr Deluxe-Boden. Hier ist noch ein bisschen Unkraut. Her damit. Das hier verkaufe ich, die hier verkaufe ich, das hier. So, ich müsste jetzt lügen. Ich habe leider keine Ahnung, was ich nochmal für die Junimo-Hütte alles brauchte. Ich weiß nur, ich brauchte relativ viel Fasern. Dann entweder recht viel Stein oder recht viel Holz. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und eben die, die Sternfrucht. Es sind halt genau 9. Es könnte sein, dass es gerade so eben reicht, das, was wir jetzt hier haben. So. Los geht's. So. Ja, es reicht. Sehr cool. Ich würde das jetzt gerne bauen. Und zwar, also die Junimo-Hütte hat auch einen Umkreis, in dem sie agieren kann. Mein Verdacht ist, dass es hier nicht immer ganz reichen wird. Ich würde jetzt mal hier, mache ich das hier unten hin? Ich weiß nicht, ob die dann überhaupt rauskommen, wisst ihr? Ein Verdacht ist halt, dass die nicht das ganze Feld schaffen. Ich würde jetzt mal hier eine hinstellen. Die ist anscheinend auch sofort gebaut. Ja, um die Hütte herum. Ich meine, um das jetzt optimal zu nutzen, müsste ich sie quasi in die Mitte stellen. Aber ihr wisst, wir haben ja nicht so viel Platz, wo ich das machen kann. Mit dem Anbauen und den Sprinklern daher. Mache ich das hier jetzt mal auf diesem Weg und dann bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird bei denen. Vielleicht hätte ich es aber doch in die andere Seite stellen müssen. Ich muss mal gucken, wie weit sie kommen. Vielleicht schaffen sie es ja auch. Ich weiß nicht, wie groß der Radius bei denen ist. Deswegen, naja. So, die wollte ich an den Strand stellen. Könnte ich nämlich, wenn ich da angeln bin, die direkt die Sachen ablegen. So. Wo packe ich die Sachen hin? Vielleicht hier so? Ja, und zur Feuer des Tages würde ich dann auch gleich mal angeln. So. Ein bisschen den Abend nutzen für die ganze Sache.
Okay. Offenbar kann ich nicht mehr so richtig angeln. Komm schon. Den Schatz habe ich schon mal. Den Fisch noch nicht. Oh Gott, jetzt geht der hier wieder ab wie noch was. Wow. Super Seegurke zusammen mit einer Magma-Geode. Na? Mach schon. Ich glaube, um die Uhrzeit gibt es fast nur Super Seegurken. Ja. Ja, verkleideter Dreher. Mhm. Das war knapp. Ich hab den Fisch fast verloren. Wow. So, einer geht noch, würde ich sagen. Ja, Zeit für uns nach Hause zu gehen. Wo ist mein Pferd? Hier steht's. Wir können ja unsere neue Tube gleich mal ausprobieren, indem wir hier unsere Fische reinmachen, wobei ich gerne einen nochmal behalten würde. Ja, den Seetang verkaufe ich auch.
Und dann geht's los. Oh, es gibt hier noch eine Quest. Ein Oktopus will Demetrius haben. Den müsste ich, glaube ich, erstmal fangen. Und den gibt's früh morgens. Oder habe ich zufällig noch einen Oktopus hier drin? Nee, ne? Die war nicht ohne. Das weiß ich noch. Das heißt, da werden wir uns jetzt hier gleich schon mal den richtigen Köder für craften. Da brauche ich allerdings ein bisschen Harz zu. Hier. So, und dann aber mal schnell ab ins Bett. Jo, Bilanz sieht ganz ordentlich aus. Die Sache ist nur, es wird jetzt allmählich wirklich Zeit, dass ich mal wieder auf die Insel gehe. Weil wir uns noch um die Geschichte hier mit den Inselzutaten kümmern müssen, mit den 100 Taro-Wurzeln. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt schon reicht, was ich da ausgesät habe. Daher will ich mich jetzt so lange hier eigentlich auch nicht aufhalten. Dummerweise kommen wir ja erst. Wir kommen ja relativ früh dahin. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Oh, der Wein ist fertig. Um den sollte ich mich vielleicht schon kümmern. So, und das sind jetzt auch die Junimos. Und man sieht, die haben jetzt hier im Umkreis. Da ernten die jetzt. Hier. Und das bekomme ich dann hier raus aus diesem Säckchen, das davor steht. Allerdings, was jetzt halt ein bisschen störend ist, ist, dass ich hier die Saatgutdinger nicht mehr sehe. Die werde ich also wieder woanders hin platzieren müssen. Mal wieder. Ist der hier eigentlich fertig? Nee, ne? Das heißt, ein bisschen was aussehen müsste ich. Ich nehme jetzt mal die Sonnenblumen. Ist es nicht schön, wenn sich die so ein bisschen nützlich machen? Schon nicht schlecht, ne? Ja, was machen wir denn für einen Wein? Uralte Fruchtwein soll sehr wertvoll sein. Davon haben wir jetzt mittlerweile auch ein paar. So, also es wird Zeit für unseren Besuch auf der Insel. Ja, da besteht gar kein Zweifel dran. Wir haben uns jetzt hier echt auch schon genug aufgehalten. Gibt es irgendwas, was ich mitnehmen möchte? Ich habe ja hier das gar nicht in der Mine gehabt. Ich habe das ja hier abgeladen. Gut, das hier erstmal hier hin. Was nehmen wir im Zweifel mit? Kokosnüsse wollte ich mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Also gegen Kokosnüsse bekomme ich ja goldene Kokosnüsse. Ich würde jetzt einfach mal 10 mitnehmen. Und dann gab es doch noch eine Sache mit den Knochen, war irgendwas. Knochenfragmente. Dagegen konnte ich ja auch Taro-Wurzeln eintauschen. Sonst habe ich ja hier keine Knochen oder so irgendwas, ne? Nee. Das hier sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Mehr fehlt
fällt mir jetzt gerade nicht ein. Höchstens noch ein Teleport-Totem nach Hause. Kann ich das hier craften? Mir fehlen Fasern dafür. Das kann ja irgendwie nicht sein, oder? Ah, die kann ich vielleicht auf dem Weg dahin organisieren. Jetzt mal ein bisschen Heu machen. Dafür brauche ich ja Hartholz, Honig. Hartholz. Und zweimal Honig. Na, einmal müsste eigentlich reichen und da muss ich halt noch ein paar Fasern organisieren. Und das ginge dann. Ab auf die Insel. Oh, was ist jetzt los? Ach, Alex! Schluchz! Oh, Hans, du hast mich weinen sehen. Es war heute vor 12 Jahren, der Tag, an dem meine Mutter starb. Ich erinnere mich noch gut an sie. Sie machte immer diese gesalzenen Rettichbrote als Pausenbrot und hat mit mir Gitterball im Garten gespielt. Sie hat sich gut um mich gekümmert und ich war zu jung, um wirklich Danke zu sagen. Jetzt ist sie für immer fort. Und alles, was mir als Andenken geblieben ist, ist ihre geheime Musikbox. Oh, süß. Nun, was denkst du gerade, Hans? Ehre die Erinnerungen an deine Mutter, indem du immer dein Bestes gibst. Du sollst nicht so sehr an der Vergangenheit hängen. Ich bin immer für dich da, wenn du einsam bist. Oder finde dich damit ab, das Leben ist für alle schwer. Das ist, glaube ich, ein bisschen hart. Ich würde sagen, wir nehmen mal die erste Option. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich so entschlossen, beim Sport erfolgreich zu sein. Ob ich es schaffe oder nicht, solange ich mein Bestes gebe, wäre sie stolz. Danke. Nun, es ist sinnlos, heulend herumzusitzen. Gehen wir zurück in die Stadt. Wir? Ich wollte eigentlich hier gerade was machen. Hans? Sag niemandem, dass ich geweint habe, okay? Na, dann lache ich mich hier halt tot. Hey! Ja, niedlich. Hans kennt mittlerweile, glaube ich, fast alle Lebensgeschichten hier. Alle düsteren Geheimnisse. Ah, schaut mal. Gehen sie gerade alle auf die Insel. Wir schließen uns mal direkt an. Witzig, wie sie hier alle im Gänsemarsch an Willi vorbei flanieren. Ich mach mit. Oh, hier sind sie weg. Okay. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann auf der Insel. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.